Lalalalala. Mi, 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 mi. So. Mach ich immer. So, weißt du, die Stimme rein. Ja, jeder YouTuber macht das. Keiner sagt das, aber jeder macht das. Ich glaube, keiner macht das. Egal. Das macht so jeder. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es den ersten Part von Ich reagiere auf eure Manga-Sammlung mit euch zusammen. Und heute habe ich den Philipp mit dabei. Und ja, Philipp, stell dich doch mal vor, was ist dein Lieblingsmanga, wie viele Mangas hast du und seit wann sammelst du denn schon? Erstmal, ich bin Philipp. Ein paar Leute kennen mich vielleicht von Twitch oder auch vom Twitch-Chat bei Animano oder halt vom Discord. Da bin ich ja relativ aktiv, bin 21 noch. Wie viele Manga habe ich? Gerade so um die 200. Das variiert immer dadurch, dass ich auch viel verkaufe, was ich denn nicht mehr weiterlesen will. Sowas wie Punpun zum Beispiel. Und mein absoluter Lieblingsmanga ist Doroidoro. Einfach weil die Story sehr komisch ist. Die Charaktere sind mal ganz anders geschrieben als bei so einem typischen Shonen oder so. Oder auch bei einem Seinen. Es ist schon was sehr Besonderes. Ist bestimmt nicht für jeden was, aber mich hat's gecatcht. Ja, das war noch einige Informationen. Hast du schön erklärt. Hast du schön erklärt. Ja, finde ich auch. So, wollen wir dann mal direkt reingehen in deine schöne Sammlung? Auf jeden Fall. Ja gut, dann haben wir als erstes mal das, ja, was am längsten in deiner Sammlung ist. Genau, mein Neuzugang. Die drei Schuber von Haikyuu. Plus der 31. Band natürlich, aber... Ja, wann genau. Kam der nochmal raus? Ich glaube diesen Monat. Ja, okay. Du glaubst diesen Monat, du hast doch gekauft. Ja, aber ich habe es ja nicht bei Release gekauft, ne? Okay. Ich glaube aber übernächsten, also ich müsste Oktober sein mit nächsten Band, also schätze ich diesen Monat. Aber ja, ich habe mir zugelegt, weil ich den Anime ziemlich gut fand. Ja. Und ja, ich weiß, dass 45 Bände sind, ist ja eigentlich abgeschlossen und daher habe ich mir einfach mal die drei Schuhe gegönnt, ausgetauscht gegen Berserk, was bestimmt viele nerven wird, aber da werde ich mir dann irgendwann die englische Version holen, weil die irgendwann, auch wenn sie nicht mehr verfügbar aussehen. Sind. Ja, notfalls Max, aber die ultimativen, die ich hatte, waren halt durch den Plastikumschlag auch. Ja, aber Max ist doch so. Also Max würde ich mir als letztes holen. Einfach, nee, das ist zu klein für dieses Artwork. Und ich finde die Cover nicht geil. Auch die, wenn man die Cover nicht sieht, bla bla. Ich finde auch den Spime besser bei denen. Der Plastikumschlag ist halt kacke, ja. Würde man den weglassen. Aber ja, keine Ahnung, ich bin trotzdem von der Ultimative Edition mehr überzeugt. Ja, wie gesagt, Englisch umsteigen. Mal gucken, wann, ob es die noch gibt. Aber hier ich habe es ja auch so weit gelesen. Ich habe den besten, wohl besten Arc gelesen, den Golden Age Arc. Ja. Ja, okay. War also, gut, ne? Ich habe noch nicht reingelesen. Also, ich habe erst die ersten 5 Bände hier die von der Ultimative Edition. Die sind ja auch ist der aber Prio-Liste. Fast Golden Age. Golden Age ist, glaube ich, 6 Bände. Oder 7, glaube ich, ja. Auf jeden Fall, Haikyuu Schuber sehen sehr sick aus. Finde ich auch. Also die sehen wirklich sehr sick aus. Ja, und ich stehe ja alle meine Stube falsch rum hin, das würde ich ja dann nachher auch durchziehen. Ja, da werden wir später nochmal zukommen, wenn ich nochmal meine Weisheit zu Tag legen kann. Natürlich, ich muss es ja auch erwähnen, aber... Und da du gerade von englischen Release geredet hast, daneben sehe ich ja was Schönes. Digga, Tokyo Revenger. Also ich war erst bei den Deutschen, ich bin ja schon sehr lange dabei, ich glaube von uns so am längsten. Mhm. Und ja, also das ist halt einfach die krasseste Edition. Die ist einfach so geil. Also kann man sich geben, hat auch eine Farbseite und kostet natürlich ein bisschen mehr, so 20 Euro roundabout. Man hat natürlich keine Preisbindung auf den englischen, aber also für mich als Tokyo Revengers Fan, bis auf den letzten Arc, lohnt sich das schon sehr. Ja, also ich es muss ist sagen, schon. Das ist ja Großformat, 2:1, geile Aufmachung, okay, nur eine Farbseite trotzdem und dann gehen 20 Euro, finde ich eigentlich voll in Ordnung. Und Er war zeitweise halt auch bei Amazon für 17 Euro ein bisschen drüber, also das ist für ja. 17 Euro lohnt sich das halt wirklich gut, Ja, wenn man Englisch kann ich hab natürlich. Halt die Probleme beim Englisch, also ich habe jetzt zum Beispiel da eine Franks, ja, okay, ich hol's über Amazon, da ist generell Krise, aber ich krieg keinen englischen Band auf Amazon. Ich habe auch Bleach, diese Anniversary Edition, ne, im Mai vorbestellt, die jetzt im August rauskommt, die ist schon vor 3 Wochen rausgekommen, habe ich gar nicht mitgekriegt, guck auf Amazon, ja, wir schicken dir eine E-Mail, wenn das da steht, vorbei.
Kannst du eigentlich schon stornieren, kommt nie an. Und, Ja, also ich habe mein Tokyo Avengers auch auf Amazon bestellt. Mugi, glaube ich, auch. Und also, wir haben sie beide. Und ich glaube auch Tokyo Avengers ist einfach, spricht schon eine breitere Masse an. Ich glaube, das wird einfach mehr gedruckt. Das ist schon quasi ja der Titel, ja, der kommt auch macht drauf ja an, so ob viel das überhaupt dann Umsatz. auf Lager ist. Weil ich habe auch über die deutsche Seite bestellt. Manche machen ja über irgendwie UK oder so. Und, aber der erste Dying in Franks war ja auch angekommen und der zweite nicht. Aber ich habe den irgendwie anders noch organisiert bekommen. Aber ich muss sagen, die englische sieht schon hammergeil aus. Ich bin jetzt Ja, gerade es auch sind noch bei gerade der 17 deutschen. Euro. Du kannst rein. Du kannst 17 Euro, Ich, ja, 16,99 okay, Euro es sind auf noch 5 Amazon. Euro mehr als das deutsche und das ist Großformat und sieht geiler aus. Ja, du hast schon recht, Mann. Das ist eigentlich schon eine krasse Überzeugung. Aber es ist Vergesst nicht, halt das ist auch ein Englisch. zweiter Draken, ne? Zweiter Band Draken. Also, Boah, also ist wenn eigentlich der schon ein klatscht, Argument, ne? dann wird er eingekauft, Digga. Ja, also ich habe die ersten 3 Bände, ja, ich weiß. Erstmal vielleicht mit der deutschen, im Notfall kann man immer noch verkaufen und die englischen holen. Und Englisch Mach's wird ja rechtzeitig. immer weiter. Also ich glaube, Englisch wird immer mehr Ja, im ich meine, Markt Deutsch ist bei gehalten als bei den Carlsen, Deutschen. also wird auch immer weiter gedruckt, schätze ich. Also vor Ja. allem jetzt gerade zu hyped einfach. Ja, also jetzt wird ja absolut gehypt, aber ja gut. Tokyo Avengers, so viel dazu. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, was macht ihr? Habt ihr es noch nicht mitbekommen? Kauft ihr euch? Letzte Arc, kann man sich drüber streiten, aber bis dahin Ja, ich wirklich meine, das ist sehr, ja sehr sowieso nur geil. für die aktuellen Leser, also für die deutschen Leser, die haben da dran noch 1,5 Jahre Spaß. Vielleicht gibt es auch Leute, die danach noch Spaß haben, aber Ja, für uns also natürlich die. nicht, ne? Ich glaube, die Also. Mikey-Fangirls und so, die werden so oder so ihren Spaß dran haben, egal was passiert, aber. Ja. Ich will ja nichts gegen Mikey sagen. Ich bin ehrlich, wo ich auf Anime oder wäre ich jetzt noch auf Anime stand, ich würde ihn genauso lieben. Ich würde ihn über Ja, ich alles habe ihn am lieben. Anfang auch, also am Anfang war es auf jeden Fall mein Lieblingscharakter, also bis Izana natürlich kam. Name sagt ja nicht viel. Ja. Aber. Isana ist schon. Aber ich muss sagen, ja, bis zum letzten Arc fand ich Mikey kurz vorher, ja, bis kurz vorher fand ich den richtig geil. Aber wir Ja. wollen nicht zu viel vorwegnehmen, ja, alles gut. Nee, Habt euren wir lassen ihn Spaß, nicht ihr schlafen. werdet noch dazu kommen, ja. Gut, dann kommen wir zu Frieren, Band 1 bis 3 von Ultraverse. Habe ich auch noch gar nicht geholt, reingelesen oder sonst noch was. Was sagst du dazu? Ja, ist Fantasy. Ich dachte erst mal was komplett anderes, ne? Ich glaube, viele haben schon davon gehört, wie die Story anfängt. Ich sag jetzt nicht dazu, aber es sollte ein Fantasy-Titel sein, der komplett anders ist. Hat sich so für mich herausgestellt, dass es jetzt ab Band 2, 3 doch relativ normal, so typisch Adventure-Fantasy-Titel ist. Ich lese ihn weiter, weil ich den schön finde. Ja. Aber es ist jetzt für mich jetzt nichts Überragendes, aber auch nichts Schlechtes. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, ich von den meisten immer, dass es eine schöne Geschichte ist. Jetzt Ja, keine eben. krass, oh mein Gott, das passiert, ey, wir müssen darüber reden und so, sondern einfach so zum Runterkommen, genießen und Fantasy und cool. Ja, muss ich mir Genau. auch mal überlegen zu holen. Auch auf der Liste der langen, also der sehr langen Eins und Liste zwei gibt's von auch Mangas. zusammen, ne? Und dann kriegst du da Acrylfigur dazu. Also. Ja, gut, aber das habe ich auch ein bisschen mehr. Ja, aber du hast eine Acrylfigur. Ja, okay, überzeugt. So, dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Ich habe da jetzt schon keine Lust mit dir darüber zu reden, ja, aber komm, So, jetzt, ja, jetzt hau kommen die zwei raus. Reihen, die Imperium mir empfohlen hat. Einmal Margus. Ich glaube. Ich bin dafür schon fast berüchtigt, dass ich zu viel über Magus rede, weil das ist quasi genau der Adventure-Fantasy-Titel, den ich liebe. Das ist so gut gezeichnet und es kommt natürlich nur einmal pro Jahr raus, aber da kann man ruhig warten und auch mal 5 Euro mehr bezahlen. Die Bände sind ja auch sehr dick, vor allem Band 3, der kostet zwar 16 Euro, aber das kann man sich schon echt mal leisten. Das ist schon echt ein schöner Manga. Also. Ich glaube, es gibt kaum bessere Zeichen. Natürlich gibt es Berserk und Vagabond, aber ich glaube, so in dem Genre ist das schon sehr schwer. Vor allem, ja, orientalisch gefällt mir sowieso, werden wir später noch sehen. Mit Die Teaser. einem ähnlichen Namen, ne? Aber ich glaube, es gibt da eine Person, die ist einfach übercute. Es ist so knuffig, diese Person. Wenn du es irgendwann lesen willst, Band 5. Du wirst nie eine knuffigere Person finden, außer vielleicht Anja. Oh, das ist eine Ansage. Okay. Die ist so gut. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch den ersten Band. Ich habe den von hier Martin abgekauft. Und ja, ich habe reingeguckt, die Zeichnungen sind echt sehr, sehr nice. Und Heftig, ja.
Am Anfang, also jetzt, wo ich so reingeblättert habe, war noch nicht so viel Text. Ich habe ja gehört, er soll sehr textlastig werden, mit der Zeit Ja, auch. das ist guter Text, es ist anders, es ist nicht Punpun. Kurzer Hieb. Nee, es ist kein kurzer Hieb, der wird jetzt ausgereift. Punpun hat halt wirklich unnötigen Text. Meiner Meinung nach ist natürlich Boah, immer ich weiß noch subjektiv. diese 4 Seiten, 5 Seiten, Digga. schwarzer Hintergrund, nur Ja, Sprechblasen genau, oder so so. ist das halt Boah. nicht. Du hast halt immer noch eine geile Zeichnung dazu, oder? Und das ist halt wirklich Text, der sinnvoll in diesen Buchbüchern ist. Also, ja, der macht sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gedanken, weil sonst würde er nicht ein Jahr für so ein Band brauchen. Ja, auf jeden Fall, Marcus of the Library ist auch auf der Liste. Ich habe den ersten Band jetzt, das sagt schon mal, dass er relativ zeitnah in meine Sammlung einziehen wird. Weil wenn ich den ersten Band von der Reihe habe, dann werden auch die nächsten folgen. Aber nicht immer alle. Also bei Dorohedoro ist ja perfekt. Da habe ich schon vorweggegriffen, aber da war ein perfektes Beispiel bei mir, okay? Okay, wir kommen erstmal zu die Tagebücher der Apothekerin. Ja, das war die zweite Reihe von Imperia, ne? Die mir empfohlen wurde. Die habe ich mir auch direkt komplett gekauft damals, nachdem ich den ersten Band geholt habe halt. Jetzt kommt ja der sechste Band, glaube ich. Und es ist halt auch so wholesome. Es ist jetzt nicht. Es geht um eine Apothekerin, wie der Name schon sagt. Und man erwartet sowas ja auch nicht. Man erwartet nicht, dass das irgendwie cool sein könnte, dass dieser Beruf einer Apothekerin wieder dargestellt wird, aber ist schon süß dargestellt, wie der Hauptcharakter ist, sehr knuffig halt auch wieder, ne? Und Wie heißt Band sie? 5 Mau ist Mau, ne? leider, ja, Mau Mau heißt sie. Ja. Genau, aber leider ist der fünfte Band so ein bisschen schwächer. Vielleicht liegt es daran, dass der Rest sehr stark ist. Ist ja auch ein sehr gehypter Titel, so gefühlt, finde ich. Ja. Aber Band 5 fand ich jetzt ein bisschen schwächer als die anderen. Also ich hoffe jetzt auch, Band 6 ist wieder sehr stark, aber mal sehen, ne? Die hat ja auch, wir haben ja ausgerechnet, mal 40 Bände oder so wird er noch haben, wenn Light Novel komplett adaptiert wird. Also, da ist noch ein bisschen 40. Zeit. Ja, 40. Also, das ist, 40 Apothekerinbände. ja, so ungefähr. Also Boah, haben hart, es, als wir Alter. es mit Stefan und Imperial ausgerechnet hatten, war das ungefähr so Okay. 40. Mal Also es wird gucken. sehr große Reihe wahrscheinlich. Ja, also ich. Warte. Ah, die Cover sind die aber auch. Also ich kann jetzt mal Band 1 holen, ne? Ja, ich habe Die auch sind Band 1 schon, bis 3 hier. die sind ja schon, also die haben ja schon was, die Bände. Sind halt alle in so einem ähnlichen Stil und dann ändert sich die Farbe immer so leicht. Das Ja, ist immer der schon, Hauptcharakter auf dem genau. Cover. Ja, genau, das sieht schon recht hübsch aus, also. Ja, ich bin halt wieder. Ich habe mich geändert, ja. Ich war vor einem halben Jahr oder so ein. Ja, ich sag nichts, jeder wie er möchte, ne? Aber ich habe mir halt damals. Oh ja, das klingt cool, kaufe ich mir. Ah, das klingt cool, kaufe ich mir. Ich kaufe alles, aber lese es nie so. Ich habe jetzt auch die ersten 3 Bände von Apothekerin hier, aber da ich ja noch nicht mal reingelesen habe, habe ich jetzt auch nicht eingesehen, okay. Dann mache ich da eine Pause. Erste 3 Bände habe ich hier, lese ich rein. Wenn es mir gefällt, kaufe ich weiter. Aber dann andere Reihen, die ich aktuell lese oder jetzt als nächstes lesen will, dass ich da dann halt das Geld reinvestiere, anstatt mir von zum Beispiel auch Dorédo. Ich habe Dorédo, Apothekerin und noch ganz viele andere Bände einfach gekauft und ich weiß, ich werde jetzt demnächst nicht lesen, ich werde andere Sachen lesen. Dann nehme ich das Geld lieber von denen, pausiere die und stecke die woanders rein. So. Ja, Also. ist aber okay. Ja, Also ich ich hätte bin ja auch generell so bei einer, der Vinland am Stück Saga gehabt, liest, aber ja. Ich weiß nicht, wie also du ich habe jetzt liest, ja auch viel aber. verkauft. Nee, ich habe ja alles, also ich habe ja jetzt sehr gut die beiden, also jetzt Haikyuu ist natürlich neu, so 30 ungelesene Bände Boah, und Digga, das war was vor eine dir. gewisse andere Reihe, die unter Haikyuu steht, die ja auch gleich noch kommt, die konnte ich ja auch leider wegen gewissen Personen nicht anfangen zu lesen. Ich habe mal gehört, die heißen Noah und ja, das wird jetzt ja aber in Angriff genommen. Ja, es wird am Also, Freitag oder Samstag oder Sonntag irgendwie also so, bei dann wird 200 angefangen. Bänden, wenn 60 Bände nicht gelesen sind, ist das natürlich prozentual schon ziemlich viel. Gut, dann kommen wir Aber die mal. Apothekerin habe ich alle durchgelesen. Also. Okay. Ja, gehen ja auch relativ. Also, das ist nicht so textlastig, ne? Nee, das ist alles fein, würde ich sagen. Normal, ja. Gut, dann kommen wir zu Dorohedoro und dann kommen wir zu Vinland. Okay. Also, Dorohedoro, Lass mich noch was dazu ja, sagen, komm, sag Mensch. du, hype nochmal deinen Lieblingsmanga hoch. Genau, ich muss hypen und Noah den wieder andrehen. Ja.
Also Story Doro, ich habe ja am Anfang schon geredet, das ist mein Lieblingsmanga. Bis jetzt, ich weiß ja nicht, wie das Ende ist. Also 7 habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gelesen. Muss ich dir gestehen. Da warte ich Boah, noch auf Schande. Josuke. Ja, ich warte. Das ist quasi wieder so. Ich bin nett. Na, okay. Und ja, 1 bis 6, beziehungsweise dann ja, ich glaube, jeweils zwei Bände in einem. Beziehungsweise 1 hat halt 3. Und mit 11 ist abgeschlossen. Und ich bin ja schon am Überlegen, einfach bis 11 zu warten, dann auch mal alles zu lesen, weil man muss schon irgendwie richtig drin sein in dieser Welt. Also wenn, ich habe ja jetzt den 6. Solo so einfach so gelesen gehabt. Und da, er wirkt zwar trotzdem ziemlich heftig und cool und so, aber wenn man so richtig drin ist in der Story, ist das schon geiler. Ich glaube, wenn man ihn einmal komplett readet, ist das schon am besten für den Manga, weil ja, man kann dahinter und davor auch nicht wirklich was lesen, weil das einfach krass ist. Also es ist einfach ein bisschen anders. Es ist ein bisschen mehr Brutalität und die Zeichnungen sind auch sehr markant. Also die kann man quasi mit keinem anderen Manga vergleichen. Es ist heftig. Und cool für mich halt natürlich. Das waren schöne Aber für Noah Worte. zum Beispiel Das nicht. hast du gut zusammengefasst. Und ja, also bei mir war es so, ich hatte Band 1 bis 4, glaube ich, hier. Dann habe ich gedacht, ach ja, Dore Doro. Ich habe ja reingeblättert, geile Zeichnungen, habe mich auch relativ drauf gefreut. Und dann habe ich gedacht, ah ja, ich habe eine andere Reihe, die würde ich gerne lieber aufstocken, weil ich die relativ zeitnah lesen will. Und dann habe ich die ersten 4 verkauft. Und in denen sind natürlich 8 später, wenn ich es mir dann lese, wenn ich es lesen will, kaufe ich es mir einfach nochmal. Und die andere Reihe kaufe ich mir dann zuerst. Du darfst keine Reden schwingen hier. Was hast du verkauft? Punpunpun für irgendwas anderes oder so? Also Ja, du verkaufst Punpun ja auch verkauft, weil ich Punpun, rein. ja, ich verkaufe auch. Ich habe ja auch Berserk verkauft. Ja. Also ich möchte hier keine Schüsse deinerseits haben, dass ich hier Ich habe Sachen Jujutsu Kaisen verkaufe. nicht verkauft. Ja, zum Beispiel jetzt sieht man ja, Vinland Saga ist ja auch verkauft. Also Ja, lass direkt Haupt. Thema überschwenken zu Vinland Saga. Genau, Vinland Saga. Habe ich die ersten 8 habe ich gelesen davon. Ja. Fand ich auch gut. Aber, also die ersten 8 finde ich ist jetzt der Anime, ne? Ja. Also finde ich jetzt nicht so gut, wie manche sagen. Also es wird ja auch Echt? gesagt, dass der zweite, dritte besser sind. Aber wenn man jetzt auch bei MyAnimeList guckt oder so, ist ja Platz 10 oder 9. Und ich Ist auch fand nicht die, schlecht. also ich fand die Zeichnungen sind top. Die Story ist mal was anderes auf jeden Fall. Wenn man auf Wikinger steht, bestimmt geil. Aber Magst du für nicht so mich, Wikinger oder was? doch, ich mag's. Aber für mich ist die Charakterentwicklung von Thorfinn nicht vorhanden. Deswegen, also es ist super gut bewertet bei mir trotzdem. Es ist 8 oder 9 hat es trotzdem, ne? Ja. Aber also ich weiß, viele auf dem Discord haben das als 10 bewertet und das der Lieblingsmanga, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe die zweiten, dritten Arc nicht gelesen, das werde ich jetzt hier im Angriff nehmen. Den habe ich verkauft, ein Kollege von mir, den komplett jetzt gekauft hatte und den leihe ich mir dann da aus. Aber die ersten 8 sind für mich keine 10. Okay. Ich habe nur den Anime gesehen und habe dann Band 8, 9 und 10 hier bei mir und werde zeitnah 11 bis aktuell kaufen und werde es dann einmal durchlesen. 1 bis 8 stelle ich erstmal hinten an. Habe ich ja die Story schon, deswegen hole ich mir später nach und lese dann ab dann weiter und vielleicht gucke ich mir auch ein Anime vorher an, bevor ich dann nochmal in 8, 9, 10 und weiterlese. Aber Vinland Saga, also meine Lieblingsserie ist einfach Vikings und keine Ahnung, Vinland Saga hat es mir auch komplett angetan. Also der Anime hat schon richtig gebockt, bin ich ehrlich. Okay, Charakterentwicklung von Thorfinn, dafür ist ja ab Band 8 da. Also da Ja, kommen wir genau, ja dann deswegen noch. sage ich ja, ich Ja. kann da nicht viel zu sagen. Also, Ja. Mugi wird Also. ankommen und mich erstmal schlagen dafür, aber ist okay. Ja, wenn Kann man ich es noch nicht mitleben. kennt, dann kann man auch nichts zu sagen. Ist ja ganz normal. Ja, das habe ich auch gesagt. Und dann kommen wir zu Vanitas, ne? The Case Study of Vanitas. Dicke Ja, Bände. ich meine, die sind echt heftig. Also, die kosten ja alle gleich viel. Kostet 8 Euro, glaube ich, alle, ne? Ja. Und die sind verhältnismäßig echt heftig. Also ich glaube Band 2 und 4 und die haben 270 Seiten oder so. Also ist eigentlich recht cool. Also ich glaube Vanitas, vielleicht haben einige den Anime geguckt auf Crunchyroll oder so.
ist halt so eine vampirmäßige Story und irgendwie hat mich damals Seraph of the End angefixt mit diesen Vampiren. Also musste ich da ja reinlegen, das ist quasi Pflicht für mich gewesen dann. Kann ich komplett Und nachvollziehen, ja, ja. irgendwie dieses. Die Komödie ist ja schon irgendwie komödisch angehaucht. Also so Witze, die haben mich irgendwie gecatcht. Also ich mag den schon sehr gerne. Finde es schade, dass der Release halt auch so ein bisschen stockend ist. Schleppen vorankommen, der. Ja, das ist halt wirklich heftig. Aber soweit, so die Kämpfe und so haben mir alle sehr gut gefallen. Habe ich Jetzt nichts zu beklagen. zu Case Study of Vanitas will ich mal in den Anime reingucken. Also an sich, Vampire, früher war ich irgendwie abgeneigt, ich weiß nicht warum. Einfach dieses Prinzip, ey, kein Bock auf Vampire so. Vampire sind einfach über. Du hast doch auch Seraph of the End geguckt, oder Ja, nicht? und jetzt Die sind mit. übersteinig. Ja, jetzt mit Seraph of the End, wo ich das auf Netflix geguckt habe, bin ich auch mehr hyped auf Vampire geworden und Case Study of Vanitas sah auch cool aus von. Ich glaube, ich habe einen Trailer mal gesehen vom Anime. Und ja, ich werde auf jeden Fall ein Anime reingucken, vielleicht dann auch den Manga dazu holen. Ich muss sagen, allein der Buchrücken sieht schon nice aus. Ich will gar nicht wissen, wie die Cover aussehen. Mal einen holen. Also, die glitzern ja, ne? Wollte ich jetzt nur Oh, noch sagen. Glitzer, Alter. Da wird Und direkt die sind halt gekauft. alle mit so einem Spiegel quasi drauf. Also, wenn du hier einmal guckst, die haben alle so einen Spiegel drauf und dann so ein Charakter halt. Ey, die sehen Das schon ist dort, schön das aus, Mann. glitzert. Guck mal da unten, die Schrift, die glitzert. Alter, aber nur in der Das ist Erstauflage schon. oder? Nee, sind nicht alle. Ich hab die ja. Also, dafür habe ich zu spät angefangen, ne? Der Okay. ist ja schon ewig alt. Ich hab die ja auch alle neu geholt gehabt. Aber Also, ja, Case Study die of glitzern alle Vanitas. immer noch. Interessant ist relativ. Relativ weit oben bei der Prio-Liste. Natürlich nicht ganz oben, aber. Ja, dann kommen wir mal zu deinem Lieblingsbuchrücken, More Than a Doll. Die sind, also ja, die sind schön, die Buchrücken. Ja, finde ich auch. Aber ja, du weißt, der Weißton und so, ne? Der Wen Acht ist ein bisschen weißer als die Siebte und ist das Fünfte. aufgefallen? Also Echt, die ist 8 fällt so. natürlich instant auf, du musst Ja, genau, die echt anderen sind ja auch zugeben. alle Die gleich. 8 fällt instant auf. Die Ja, 7 ist auch ist so. vielleicht auch so ein bisschen weniger Nein, weiß die 7 ist als genau 5 die und gleiche 6. Farbe. Das sieht nur da so aus, weil die Schrift darauf anders ist. Weil die einfach so ähnlicher wie der Hintergrund ist, würde ich Ja. sagen. Die hebt sich nicht so davon Aber ab. 8 sieht schon anders aus. Ja. Ja, kommt auch gleich noch eine Reihe, wo das so ist. Aber Also More Than a ja, Doll gut. müssen wir eigentlich gar nicht viel sagen. Das ist, jeder Ja, habe ich kennt's, mir, das jeder hat ist ein nach Anime Anime, gesehen. das ist genau nach Anime. Also 5 ist glaube ich noch im Anime, das ist eine gute Szene drin, deswegen habe ich den gleich mitgenommen. Und Die 6, 7, 8 sind halt nach Anime und Hotelszene wissen wir Marineford Girl natürlich. und ich glaube, mehr muss man nicht sagen, ne? Also. Ja, Marin ist echt Best Girl. Also. Wie hat Ja, dir der das 8. Band ist. gefallen? Ja, der war insane. Der war richtig gut. Der war Hat mir gut, ne? richtig gut gefallen, ja. Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich will jetzt auch nicht reinspoilern. Dann sehen wir den wunderschönen Schuber von Chainsaw Man. Ja, das ist, glaube ich, mehr Hype geht nicht. Ich glaube, man muss nicht viel dazu sagen. Ja. Wer sich mit Manga beschäftigt, kommt an dem Zeug nicht vorbei. Also, ich glaube, jeder hat ihn in seiner Sammlung. Ist halt Ja, vielleicht nicht den Schuber, Action, ne? vielleicht haben ein paar gelitten Ja, und vielleicht konnten nicht den den Lehrschuber Schuber, nicht aber. bekommen, Ja, aber wir waren ja Pfeifett und haben uns hier voll Schuber ja. gekauft. Davon sind immer mehr als genug da, ja. Also, Leute, merkt euch. Oh, die sind auch schon weg, ne? Ich glaube, die ist auch schon nicht mehr. Ja, klar. Ich habe, Ja. also bei in Läden und so, bei Thalia hier habe ich mal gesehen, da waren noch 2 volle und so. Echt? Also bei Also in uns so gar Läden keiner sind eigentlich immer mehr. relativ noch welche Vor da. 1,5 Monaten oder so hatte ich noch einen bei uns gesehen im Buchladen halt. Aber bei Gandalf Ja. schon lange nicht mehr. Und die haben sonst alles. Ja gut, aber da gehen auch nur die Fachkundigen hin. Ja, richtig. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Reihe. Und dann muss ich natürlich direkt mal euch ein bisschen Input geben, Lehren. Leute. Man muss ja hier noch sein, wie nennt man das, seinen Bildungsauftrag erfüllen. Also, wer es noch nicht wusste, ja, hier sind natürlich auf Japanisch Shingeki no Kyojin geschrieben. Hier ist das Aufklärungsdruckzeichen und hier nochmal auf Japanisch der Name des Autors, und zwar Hajime Isayama. Und ja, falls ihr das nicht wusstet, cooler Secret Fact, ne? Weiß natürlich niemand außer ich. Deswegen teile ich gerne meine Meinung mit euch.
8000 Leute, die dein Video gesehen haben, weil du es ja siebenmal erwähnt hast. 10.000, aber ist okay. Ach ja, hast recht, da weiß ich nicht so wenig. Ja, da müssen, also wir, ich gehe mal, ach, ihr kennt meine Meinung, Philipp, hau raus. Ja gut, Attack on Titan gelesen habe ich ja nicht. Das ist genau der Titel, den ich eben erwähnt hatte. Ich habe auf Noah gewartet. Wir wollen ihn zusammen lesen. Anime habe ich jetzt letztens ja auch dann auf Noahs Empfehlung hin gesehen. In 3 Tagen oder so war ich ja durch. Die ersten, was sind das? Drei Staffeln, ne? Drei Staffeln. Sehr geil. Erste fängt natürlich ein bisschen langsam an, finde ich. Für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam. Okay. Zweite ist dann schon echt geil und dritte ist für mich so der Peak von Attack on Titan. Also das ist dritte, die beide Parts haben mir so extrem gut gefallen. Denn der Anfang von der vierten ja auch noch, beziehungsweise sogar die eine Hälfte fast ja schon. Und dann kommt halt der Schluss, wo ich jetzt, sag ich mal, nichts mehr zu erwähnen will, weil vielleicht hat es ja jemand noch nicht geguckt. Der war für mich eher so ein Absturz. Ich weißt du Ja. ja, mittlerweile schon habe ich oft genug gesagt, das ist einfach nicht meins, das wurde mir ein bisschen zu abgefuckt. Habe ja auch die Manga ja trotzdem schon gelesen, die letzten beiden, um auch einfach zu Ende dann komplett zu sein. Ja, Ende. Ja, ich kann es verstehen, was du meinst Ja, mit aber zu ich wüsste auch nicht, wie ich abgefuckt. es besser machen soll, natürlich ein Ende zu machen. Ich meine, Ja. ich bin gezeichnet, wir werden gleich am Ende der Reihe ankommen und nochmal ein Game of Thrones Buch sehen. Also, ich bin gezeichnet von schlechten Enden, ist schon, damit kann ich leben. Ja, also ich muss sagen, ich weiß, was du meinst mit zu abgefuckt, dass auf einmal Sachen passieren, die du nicht erwartet hättest, dass die überhaupt in den Universum passieren könnten, so, weil es halt schon, aber wir wollen ja nicht weiter drauf eingehen. Aber das Ende an sich fand ich zum Beispiel am Anfang okay bis gut und jetzt finde ich es wirklich eigentlich ziemlich gut. Wenn man halt auch mehr Zeit hat und nochmal drüber nachdenkt und alles nochmal auf sich wirken lässt, ist natürlich anders, als wenn man es direkt zu dem Zeitpunkt bewertet, wo man es gerade liest, weil man vielleicht eine andere Erwartung hatte, dann ist immer scheiße. Weil wenn du denkst, ah, so und so geht es aus und dann liest du es, ah, geht nicht so aus, direkt scheiße. Oder nicht Ja, gut. ich war ja aber auch gespoilert, ne? Muss man ja auch dazu Ja, sagen. also, ja, das ist auch Ich böse in meine, Attack on diese, Titan, ich ne? war ja nicht aktuell und die Bilder von der letzten Season gingen halt überall durch die Medien. Also. Ja, allein diese eine Szene, du weißt, was ich meine mit, was, Ja, wie soll ich das ich. am besten umschreiben? Ich weiß auch, welche Szene du meinst. Double Page, ja. Es war halt überall. Da kommt der eigene Bandmaschel. Maschel oder Meschel? Ich sage immer Meschel. Ich sag Maschel. Echt? Ja, ich sag Wie Muscle. wird's denn ausgesprochen? Magic Weißt and du das? Muscle. Weiß nicht, ich sag das einfach so. Okay. Ja, also, Maschel habe ich mir auch überlegt zu holen. Ich will es natürlich noch in der ersten Auflage haben, wegen dieser Glitzerfolie auf den Namen. Da muss ich halt gucken, ob Genau. ich jetzt hier im Hugendubel und so, weil beim Hugendubel hier in der Nähe ist jetzt nicht so viel mit Manga. Oh mein Gott, viele wollen das haben. Deswegen habe ich da noch die Hoffnung, dass da noch eins ist. Ich glaube, bei Amazon und so sind schon zweite Auflagen draußen, oder? Also, Ich habe keine Ahnung. ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt bei der ersten noch geblieben Ich ist, weil weiß das hat nicht, ja auch wie beliebt schon. Muschel ist. Ich weiß nicht, wie der gut da Ich laufen glaube wird. schon, dass der relativ beliebt ist. Der zweite Band ist Also ja jetzt auch ist raus, mir ne? der erste, ja genau, der erste Band von dem fand ich ziemlich witzig. Also ist jetzt auch nichts Besonderes oder so. Es ist einfach so ein Slapstick-Humor, halt ähnlich wie Mob oder ich weiß, Psyche K hast du bestimmt gesehen, oder? Nicht Oder gesehen, Psyche aber ein K? paar Szenen, ja. Und ich weiß, Ja, wie das genau. ist, Es ja. ist einfach so stumpf. Stumpfer Humor und ja, man kann jetzt nicht hier eine Berserk-Story erwarten oder Ja, sowieso was man nicht. auch immer am liebsten mag. Also, aber es ist nette Unterhaltung, würde ich sagen. Ja, deswegen habe ich mir, also so locker reinlesen, ein bisschen unterhalten werden. Ich mag generell Comedy eigentlich. Und Ja. da das hier dann auch noch mit geilen Momenten ist, ich habe nur mal durchgeblättert eine Szene gesehen, wie er dann auf einmal so aus dem Nichts einen auf die Fresse gibt, so. Ja, Oder so genau. auf den Boden zieht. Da, allein da hat er mich schon gecatcht, ja. Also, wo ich das gesehen habe, direkt, ey, will ich haben. Wird dann auch demnächst einziehen, Band 1 und 2 wahrscheinlich. Und dann kommen wir direkt zu einem Manga, wo ich gerade die zweite Staffel als Anime gucke. Und Girlfriend. ja, Rent a Girlfriend, beziehungsweise Rental Girlfriend, wie auch immer das Ja, jetzt genau. eigentlich Kommt heißt. darauf an, ob man den Anime sagt oder. Ja. Okay, hau raus. Rental Girlfriend dann eben. Wenn man den Manga nicht sieht. Ja, habe ich ja noch gar nicht reingelesen. Das ist ja. Durch was wurde der denn ausgetauscht? Der wurde auch auf jeden Fall ausgetauscht gegen irgendeinen Manga. Pun Aber. Pun.
Ja, kein gut Punpun, aber ich glaube Punpun war früher, oder? Ich glaube Punpun wurde gegen Magi ausgetauscht. Ich War weiß nicht. jetzt Ey, nicht jetzt hast du äquivalent, also war gespoilert, jetzt. Alter. Da, du siehst Magi da schon recht. Ja, die Leute haben da nicht hingeguckt. Bestimmt. Aber ja, ich kann noch nichts dazu sagen, ob der jetzt gut gezeichnet ist oder was weiß ich. Ich habe den ersten, also die erste Staffel geguckt vom Anime, fand die ja unterhaltend. Ist ja halt auch nichts super Gutes, nichts super Schlechtes, ist halt einfach so eine, so ein bisschen edgy brauche ich halt, weißt du? Ich habe sonst nicht so viel, gar nichts. Aber das brauche Aber ich. so Das richtig ist. edgy würde ich jetzt auch nicht dazu sagen, so. Nee, aber was ist denn So Rom-Com-mäßig? Rom-Com, ja. Ja. Also, ja. Also Rent a Da ist Girlfriend, allein weil du relativ. es jetzt gekauft hast, gell? Und ich liebe ja auch Rent a Girlfriend. Zweite Staffel gerade auch sehr, sehr geil. Ich habe aber auch gehört, dass der Anime ein bisschen an manchen Stellen gekürzt sein soll, im Gegensatz zum Manga. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, keine Ahnung, ob es richtig ist. Und, Nee, wurde angedreht von Philipp, also von Carlsen Philipp. Ah, okay. Der hat davon geschwärmt und der hat ja schon 27 Bände gelesen und ja, ich nicht. Ja gut. Wie viel sind das jetzt? 15 hast du, ne? Das ist aktuell. 15, 16. kommt 16 ist jetzt glaube ich raus, jetzt ne? rausgekommen, Ja. aber den kaufe ich halt auch erst, wenn ich denn da bin irgendwann. Ja. Und da ist halt der zweite Manga, wo man dann auch sieht, dass ne, der 15. Band ist weißer als die anderen. Das ist Das. irgendwas bei den Produktionen und so, läuft da falsch. Bei den Druckereien, Ja, keine die Ahnung, stellen was jetzt da alle auf ein falsch anderes läuft. Weiß um. Ja, ich habe auch schon gedacht, ob die vielleicht irgendwie aus der gleichen kommen oder. Ja, kann ja sein. Aber Rent a Ist schon Girlfriend, auffällig. richtig geil, ich werde es mir auch holen. Vielleicht wartest du ja und wir können mal zusammen anfangen reinzulesen. Wer Ja, weiß. klar, ich muss Oder mal. ob du Druck hast und das unbedingt lesen Ich habe möchtest. keinen Druck, ich habe nach Attack on Titan jetzt hier noch Haikyuu, also. Ja, okay, dann wird es vielleicht noch ein Body Read, wer weiß. Ja, dann kommen wir zu My My Hero. Heldenakademia. Meine Heldenakademie. Ja, muss man nicht viel zu sagen, aber gut, jetzt 23 bis 32 sind ja noch viel nach dem Anime, aber ich habe den Anime irgendwann gedroppt vor dem, bei dieser Weihnachtsfolge da irgendwann. Und mir wurde nahegelegt, nochmal den Arc, der ab 23 anfängt, zu lesen. Ab 23, ich habe gedacht, Und ab 24 fängt der My Villain Academia an. nee, ich ab 23 sollte anfangen. Ja, du Bin hast ja ziemlich sicher. gelesen. Ja, ich hab's gelesen, weißt du, Hast schon deswegen bin ich vergessen. mir. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, habe ich ja gesagt. Also, Okay. ich hab nichts gelesen, was nicht mein Willen ist, außer halt die erste Hälfte von 23 oder so. Ja, muss ich 23, 24, 25 und 26 holen, weil die anderen habe ich ja schon und dann lese ich auch mal rein. Weil ich wurde ja gespoilert jetzt vom letzten Chapter. Eine übelst krasseste Sache, wurde ich übelst weggespoilert und ich war richtig. Hat Anteko wieder zugeschlagen. Anteko hat wieder zugeschlagen, ich habe den absolut. Ich habe ihn einfach bei meinen Anzeigen bei YouTube blockiert, so weil. Keine Ahnung, wer wirklich ins Thumbnail ein Manga-Panel reinhaut mit den größten Spoiler und dann noch in den Titel schreibt, was da gerade auf den Panel abgeht, falls jemand das nicht gecheckt haben sollte. Und nee, dann habe ich das einfach gemacht, dass ich die Videos von ihnen nicht mehr vorgeschlagen kriege. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, bei der Sache habe ich dann jetzt noch mehr Hype bekommen, da reinzulesen. Und ja, My Ja, Hero also ich Academia muss halt. ja auch sagen, der ist auch wirklich, ich habe mich gewundert, wie gut der aussieht. Also der ist Der ist wirklich gut gut gezeichnet, gezeichnet. ne? Ja. Ja, und der letzte Band, jetzt 32, ich bin ja deutscher Stand nur, nicht wie einigen halt auch Englisch, ist schon echt cool gewesen. Also ich mochte den sehr gerne. Und auch der Arc, also von, weiß nicht, wann My Villain aufhört, 27 ungefähr bis 31. Was Macht schon Spaß zu lesen. mir jetzt Also. gerade spontan hier auffällt, die 31, der Farbbalken ist irgendwie weiter oben und die Zahl auch so. Das ist so. Ja, das ist halt immer so. Das, wenn, guck dir mal Rent a Girlfriend jetzt nur die letzten 5 Bände da an. Und da siehst du auch, wie viel Verschiebungen da drin sind. Ja, gut, das ist aber noch, finde ich. Naja, wir Aber kommen ja hier da, gleich wo zu Magi dann. rechts daneben. Das ist noch schlimmer. Ja, wir kommen jetzt mal zu Magi, komm. So, ich glaube, du musst rauszoomen. Das sind ja 37 Bände. Und da siehst du unten dann auch den Strich. Und da gibt es dann auch gut Verschiebungen. der Strich, der hat Bock. Ja, genau. Ist ja auch das kleine Format wie My Hero denn, was ich Ich nicht so find's cool zu finde. klein, ja. Ich hab gedacht, okay, ist eine schöne Größe, so wie, keine Ahnung, Blue Lock jetzt zum Beispiel, was daneben Man steht. kann ihn schon geil
Ja, aber ich habe Backblaze, den das ist zum schon Beispiel mal cool. in Manga Mafia Store dann in die Hand genommen und der war, hat sich, ey, also in der Hand, Ja, aber wie so ein guck mal, du musst dir so kleines vorstellen, Baby. du liest dich halt nicht nur eine Woche da dran oder so, es sei denn, du liest den ganzen Tag, was weiß ich. Ja, du bist ja auch nicht so ein schneller Leser. Ja, Du und liest da ja Hashtag einen Monat Text. dran. So, einen Monat und nachher findest du das schon geil. Weil du willst den dann, also man will auch weiterlesen, also ich wollte weiterlesen, es ist natürlich auch eine 10 bei mir auf der Liste. Auch, obwohl viel Text, aber hat für mich jetzt nicht so viel interessiert. Das waren halt die typischen Politik-Arcs. Die kennt man ja aus den ein oder anderen Manga auch. Zum Beispiel Attack on Titan wurde mir das auch erzählt, dass da der ein oder andere Politik-Arc viel Text hat. Und das Worldbuilding, ne? Ich glaube, dafür ist Magi auch bekannt. Kriegt leider zu wenig Aufmerksamkeit, finde ich, von der Öffentlichkeit. Aber das Worldbuilding ist krank geil. Die Fähigkeiten, die Erklärung, wie man zu denen kommt, ist, das ist einfach sehr schön. Und Ja. man hat halt eine lange Reise, die man dann auch kann darauf zurückblicken. Und wenn man beim 37. angekommen ist, sind das halt schon so ewig her, dass du den ersten gelesen hast. Und den werde ich auch immer mal wieder rereaden und der wird nicht mehr ausziehen hier bei mir. Starke Worte. Also, Ja. ich habe jetzt auch nur den Anime gesehen. Ich glaube, der geht ja bis 20, ne? Jo. Wie viele Staffeln 2 waren das? 2x24 Folgen, oder? Ja, ich glaube ein bisschen mehr. Ich glaube 51 Folgen sind's und wenn man Bock hat, halt noch Simbad davor, Ja, aber das habe ich mir auch den Manga haben wir reingezogen. leider nicht. Ja, ich habe auch beides geguckt, vorher auch. Und fand das auch damals schon cool, aber weil dieses Orientalische mich auch einfach anfixt. Ja, Ich habe immer das war mega schon Bock da cool. drauf. Aber ja, nach dem Anime-Stand kommt nochmal ein richtig geiler Ja, der Arc. Anime hat auch recht böse geendet, Mann. Also muss ich schon sagen, der Cliffhanger, der war ja ganz, ganz böse. Ja, Und, safe. Ich weiß genau, was du meinst. ja. Hashtag, man kann ja einfach einen Charakternamen sagen, einfach Simbad, so, weißt du? Ja, es ist halt Das war allgemein einfach so alles. ein harter Ich finde Cliffhanger. auch, ich weiß gar nicht, wie hieß Sperrdude denn nochmal? Die Wer? heißen ja immer alle gleich. Der Typ mit dem Speer. Boah, kann ich dir gerade nicht Also weißt, sagen, wen ich Digga. meine, ne? Ja. Wird ja auch so böse angekündigt am Ende. Mit dem Magi. Stehen sie doch auf dem Hügel. Es ist so frech. Ich bin hyped. Ich werde aber dann wahrscheinlich ab 20 bis aktuell und irgendwann den vorherigen Stand Ja, aufstocken. ist ja Oder auch vielleicht von neu anfangen, weil es okay. ist schon ein bisschen her, wo ich ein Anime Es gesehen genau, habe. ich hab mir auch erst 21, ich habe mir 21 bis 37 hier gebraucht geholt gehabt. Und dachte auch so, ja, dann lese ich einfach ab Anime-Stand und habe ich hier, ich habe das jetzt alles nochmal gelesen, die Hälfte vergessen einfach. Also man erinnert sich halt so an diesen letzten Arc. Aber davor ist schon viel, was verschwommen war bei mir und was ich nicht mehr wusste. Ja, auf jeden Fall, Magi wird auch einziehen bei mir, hundertprozentig. Ist halt Ist auch wieder natürlich eine schon Frage der teuer, Zeit. ne? Manche sagen so, oh ja, der geht bald out of print. Ich denke mir so, ruhig. Akazi ist aber auch Also andere Sachen ziemlich. sind viel schlimmer schon in kurz vor out of print als Magi, ja. Ja, Magi, die ersten Bände sind schon ein bisschen schwerer, aber man findet sie noch. Also es ist. Gehst einfach mal in einen Manga-Shop rein oder so und dann siehst du dir noch im Regal oder so. Vielleicht ein Also bisschen ich habe sie vergilbt, alle aber. gekriegt. Nee, bei mir geht das echt gut. Ja. Jo, würde ich sagen, es ist noch sehr Ich gut sehe hier. auch gerade, du hast hier keine Manga-Bags. Nee. Finde ich gut. Ich habe keine Lust. Also es gibt so. Guck dir die ganzen verschiedenen Größen an. Ich habe keine Lust, mir für jede Größe Manga-Bags zu holen. Ich habe mal, also in einem Ding sind ja 100 Stück drinne, da habe ich mir mal drei verschiedene Größen geholt, einmal so Kase, dann einmal Carlsen-Format und einmal Großformat halt, ne? Und ich hatte die auch mal alle eingetütet und habe mir einfach so gedacht, nee, das werde ich jetzt nicht machen. Und ja, keine Ahnung, ich habe die dann einfach alle ausgepackt und in eine Kiste getan, wäre kurz davor gewesen, sie zu verschenken oder so. Aber ich finde es einfach unnötige Plastikverschwendung, ist jetzt meine Meinung hier, was ich sage. Ja, einfach Plastikverschwendung und unnötig. Meinerseits. Jeden das seine, aber meine Meinung halt, ne? So, dann haben wir jetzt nächstes die Reihe Blue Lock da stehen. Das ist, glaube ich, auch die letzte, die du hast, ne? Also, natürlich hast du Ja. noch andere Mangas, die du jetzt nicht auf dem Bild hast, hast du mir ja gesagt. Ja, Aber genau. wir reden jetzt erstmal über Blue Lock. Blue Lock, ich habe Band 1 und 2 gelesen und 3, 4, 5 hier stehen mit Schuba und nicht gelesen. Wird irgendwann gemacht. Mal gucken.
Ist Ich cool, wäre. finde ich Ja, nice. das ist cool. Irgendwie, also es ist nicht so cool wie Haikyuu für mich, als reiner Sport-Manga. Mal gucken, wie der Anime wird, ne? Weil ich ja jetzt auch ähnlich viel, ich habe 5 und 5 gelesen, also relativ gut vergleichbar. Aber, also Blue Lock ist jetzt auch nicht so das, was ich jetzt unbedingt direkt beim Release lesen wollen müsste. Ich denke mal, ich warte jetzt auch auf den nächsten Vollschuber, weil. Sagen wir mal, der ist doch ziemlich eng. Also Bei Haikyuu das ist schon jetzt? schwierig, die Manga da reinzukriegen, finde ich immer. Also Bei Haikyuu jetzt? nee, bei Blue Lock. Haikyuu ist echt gut. Blue Ich Lock? weiß nicht, Ich weiß gar warum. nicht, ob. Ich hab die. Doch, nee, ich hab die Ich noch gar kann nicht ja aber mein. reingemacht. Ich kann. Ich hab die noch gar nicht bei mir eingepackt. Warte. Ich habe ja noch einen Lehrschuber da stehen. Ich muss generell mal die So. neuen Manga Hier, einsortieren. Schuber. Da fällt einfach nichts raus. Ja, ist doch praktisch. So, und dann musst du alle auf einmal rausholen. Das wäre schwer. Digga, Und okay, wenn man das die ist dann schon. rausholt, muss man die auch alle zusammen wieder reinstecken, weil das sonst nicht geht. Also schon, weiß Okay, nicht, ist dann schon. ich. Ja, generell. Aber ich will auch gar keine Vorwürfe irgendwie an die Verlege machen oder Es Verlage, ist wie ja auch immer aber auch man es sagen gut. Es möchte. passt ja. Ja, Also. aber manche sagen ja zu eng, zu breit und so. Ach, Ja. ich beschwere mich da gar nicht. Aber ich meine, ich kann dann Man kann ja. halt nicht auf alles achten. So, manche. Nee. Also, ich weiß nicht, es gibt immer mehrere Begebenheiten, die da stimmen müssen, damit es perfekt passt. Und bei manchen ist dann halt, zum Beispiel Chainsaw Man, da haben sich einer ganz besonders aufgeregt, dass die Wände nicht in den Schuber gepasst haben. Aber natürlich kann man dann auch irgendwie denken, okay, man hat einen Manga gelesen, hat den liegen und dann gehen die halt auch ein bisschen mit der Zeit ein bisschen auf, ne, ist ja normal so. Und dass die dann halt, wenn die länger liegen, nicht in den Schuber direkt reinpassen, sondern der Schuber noch ein bisschen so mit der Zeit auch ein bisschen auseinander geht, weil die sind ja meistens auch noch so ein bisschen eingedrückt. Ja, keine Ahnung, dann passt der halt ein bisschen weniger, als wenn man direkt einen Vollschuber holt, weil bei Vollschuber sind die Dinger ja schon drinne. Also die müssen die ja schon reingepackt Ja, genau. haben, damit die überhaupt den Vollschuber liefern können, ja. Und das ist natürlich anders, als wenn du die schon zu Hause hast. Bei Carlsen war das damals noch was anderes mit altes Papier war dicker und so, da kommt man jetzt nichts für, ist einfach scheiße gelaufen. Aber ja, keine Ahnung. Solange es passt, ist doch alles gut. Mal ein paar bisschen enger, ein paar bisschen breiter. Hab Also damit ich auch mach da kein keinen Fass Problem. auf, ja. Aber ich hole mir dann einmal den Vollschuh das nächste Mal. Kann ich 5 auf einmal lesen und dann Ja, passt muss das ich auch auch. gucken. Wenn ich vielleicht bis Band 5 gelesen habe und mich so hype, dass ich direkt weiterlesen will, kaufe ich mir die so. Wenn nicht, dann warte ich auch einfach. Also habt ihr jetzt auch nicht so einen Druck. Und daneben haben wir nochmal ein schönes Büchlein. Ja, das ist das Game of Thrones Buch, was ich angesprochen habe. Das ist auch Ja. echt, also das ist schon. Ich kann es mir mal kurz holen. Das ist schon echt geil. Das ist natürlich ein Klopper. Also, das ist kein Vergleich zum. Das ist nicht mal für englische Verhältnisse ist das klein, weil das ist einfach nochmal ein ganzes Stück größer. Das ist wirklich. Es passt gerade so in das Regal rein. Oben ist es quasi ein 2 mm Platz und dann ist da schon das nächste Regal. Und das ist vorne quasi auch alles so raufgeprintet, so dass man das so richtig erfüllen kann. Das ist schon ein cooles Buch. Ich bin Game of Thrones Fan, habe ich ja eben schon erwähnt. Ja, Ist apropos, ich habe meine heute, Lieblingsserie. ich habe, ja, das ist bei mir Platz 2, das war nämlich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe heute auch tatsächlich wieder überlegt, ey, soll ich den mal rewatchen? Weil Game of Thrones ist Also, geil ne? und ich Die habe, Vorgeschichte, ne? House ja, of House of Dragons ist jetzt Dragon, rausgekommen. da warte ich auf einen Jetzt Kollegen, der neu. sich das WoW-Abo holt. Und, Digga, die erste Folge war so gut. ja, die soll richtig, ich habe auch gehört, dass sie richtig gut sein soll. Aber ich muss mir das WoW-Abo noch holen. Nochmal zu den anderen 20 Abos, die ich nebenbei habe. Und Ja, dann gucke muss ich ich mir auch auch das machen. Game of Thrones Prequel nochmal an. Und dann, ich rewatch es auf jeden Fall. Also, ist ein bisschen länger her jetzt. Also, ja, ich habe es ja nicht geguckt, wo es am Stück raus. Ich glaube, ich habe geguckt, wo Staffel 3 oder 4 aufgehört hat. Und dann haben Freunde drüber geredet, habe ich dann auch geguckt. Und dann, keine Ahnung, 5 und 6. Dann halt immer pro Woche und so. Also, wie viele gab es? 6, ne? Staffeln. Ja. 8. 8. 8 Staffeln. Ich hatte irgendwie Jed 6 also oder 7 im 1, Kopf. 1 bis 6 haben 10 Folgen, 7 hat 7 Folgen und 8 hat 6 Folgen. Aber Ja, 8 hat komisch, ja, dafür okay. 1,5 Stunden oder so im Durchschnitt Folgen. Ja. Also schon, da sitzt man gut lang dran. Ich habe die jetzt ja 7 Mal habe ich sie geguckt. Komplette Serie.
Ja, also nicht ganz komplett, ne? Weil ich habe relativ früh damit angefangen und ab irgendwann habe ich die erste Staffel zum Beispiel mal geskippt, weil irgendwann weiß man halt alles. Ja. Und dann halt immer mit einer neuen Staffel dazu. Also Ja, schon sehr relativ viel. entspannt. Auf verschiedenen Sprachen, also auf Englisch habe ich es halt nochmal geguckt, dann mache ich aber bei den meisten Serien noch Originalsprache zu gucken. Ist halt ähnlich wie beim Okay, Anime. Ich glaube, okay. viele gucken auch nochmal die deutsche Ja, das Synchro, habe ich bis bei halt Attack on raus Titan ist. zum Beispiel gemacht. Ich glaube, ich habe Attack on Titan dreimal geguckt und dann noch einmal auf Deutsch. Einfach damit ich es Ja. dann halt auf Deutsch noch einmal komplett geguckt habe. Und da muss ich sagen, die deutsche Synchro ist schon stark, aber Japanisch ist halt bei Attack on Titan auf jeden Fall Bombe. Also. Ja, ich habe ja komplett auf Japanisch geguckt. Ja. Attack on Titan ist so geil. Und ich freue mich dann auf den Read, beziehungsweise Reread jetzt, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann gucke ich mir vielleicht nochmal die komplette an, wenn die letzte Staffel 4, Part 3 rauskommt. Vielleicht kommt nur Part 5 und 6, nein, Spaß. Digga, Also wenn die das dann noch kann ja mehrere nur. Parts Nein, es kann rausmachen, nur dann Part verliere 3 ich kommen den noch. Glauben an die Menschheit, ey. Nein, nein, es kann nur Part 3 kommen. Außer die machen eine 4-Folgen-Staffel. Ja, oder halt irgendwie anderes Ende, ne? Boah, nee, wird auf keinen Fall sein. Die werden kein anderes Ende. Die werden es vielleicht ausbauen, aber nicht anders machen. Ausbauen, ich Mal hoffe es sehen. auch, ja. Vielleicht noch ein, zwei Folgen mehr als eigentlich da ist, damit man noch ein bisschen. Ich werde jetzt nicht drauf eingehen. Sonst wird das wieder ein bisschen too much. Ja gut, dann sehen wir unten noch ein paar Displays Ja, von das war Stranger jetzt Things. natürlich relativ nah dran. Ich wollte eigentlich mein Lego-Modell immer noch mit drauf machen, aber Oh, hier sehen wir auch noch die Postkarte von Tokyo Revengers. ja, genau, vom Berserk auch. Also, ich habe ja auch noch, also jetzt zum Beispiel da unten steht ja noch, habe zwar was vom Berserk verkauft, aber natürlich, ja, die Ja, Special natürlich Edition habe ich noch behalten. die Auch Limited ausgepackt, Edition. damit auch jeder sieht, dass ich ihn nicht gekauft habe, damit ich ihn verkaufen kann. Ja, wie manche andere. Ich wollte. Ach, Junge, keine Ahnung. Ich hatte den auf dem Ja, genau. Warenkorb, aber hab dann gedacht, so, ach, warte ich Ja, ich mal. wollte, ich habe den halt zurückgelegt gehabt und dachte mir, ja, wenn man den schon für einen normalen Preis kriegt, dann nehme ich den mit. Ja, ich hätte auch Bock drauf gehabt. Auch auf den roten. Der silberne ist auch cool, aber ich fühle den roten auch mehr. Ja, und in meinem Schrank steht halt auch nur noch zwei Bände Jujutsu Kaisen, ein Vagabond halt die drei und Fairy Tail, glaube ich, steht da noch. Vier Bände oder so. Ja, JJK, richtig und wichtig. Ja, weiß nicht, ne? Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr drüber reden. Nachher kriegen wir hier noch einen Streit. Ne, guck mal, jetzt fange ich auch noch an, den zweiten, ja. Komm, hier, guck mal. Aber ne, du siehst meine Ich Facecam sehe gar dich nicht, nicht, gell? Digga. Aber hier nochmal. Digga, ich hab das Gojo-Shirt an, ja. Also. Digga, ich, ne? Ich habe ein nur blaues Shirt an. Aber Aber dafür habe ja. ich es nicht Aber an, ne? sag Also doch nicht jetzt mal vergessen. deine. Ja, okay, zeig erstmal deine Guck es dir an. wunderschöne. Das ist mein Lieblingsanime. Wollte ich jetzt nur mal für Werbung machen. Das ist der beste Anime, wer ihn noch nicht geguckt hat. Gucken. Ich würde jetzt Snafu, tippen, aber ich. beziehungsweise Ja, Snafu Oregairo. wohl, ja. Oder, ne? Leider gibt es den Manga hier in Deutschland nicht, beziehungsweise gibt es gar nicht. Light Novel soll sehr gut sein. Gibt es auch noch auf Englisch. Und ich habe keinen Bock, eine Light Novel zu lesen. Also bleibt es beim Anime. Wie du jetzt gut das Thema wechseln wolltest. Sag einmal kurz deine Meinung zu JJK ganz schnell. Na gut, JJK habe ich mir natürlich auch zurückgelegt. Den 16. Band, 17. habe ich auch. Die anderen habe ich alle online, beziehungsweise Kindle gelesen, über Kindle. Ja, mir gefällt natürlich die Story von dem Shonen ist geil. Mir gefällt die auch gut. Der Anime zum Beispiel hat auch eine 10 bei mir. Aber dieser riesen Minuspunkt bei JJK für mich, die Zeichnung. Ich finde, das sieht oftmals wirklich nicht so gut aus. Ich schrecklich würde ich nicht sagen, weil es gibt ja noch Demon Slayer. Aber ich weiß nicht, die Charaktere sind so oft auf einem weißen Hintergrund. Vielleicht liegt es daran, dass er unter Zeitdruck ist. Ich kann das auch verstehen. Aber ja, leider nicht so gut wie andere Shonen. Ich Ich meine, finde Tokyo aber Revengers ist auch eine Sache für ich sich, finde in aber. den letzten Chaptern hat er sich eigentlich gut verbessert. Ich habe mal gehört, irgendwie, dass er auf digital oder so umgestiegen ist. Und ich finde aber auch, dass man in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Chaptern eigentlich relativ für seine Verhältnisse gute Verbesserungen gesehen hat.
Zeichnung, ich will es jetzt auch nicht hochhalten, so, oh mein Gott, JJK ist geil, Zeichnungen sind Peak und so. Ich muss sagen, ich persönlich mag den Style, dass es so skizzenhaft aussieht und nicht so genau gezeichnet ist, aber da hat ja jeder seine eigene Vorlieben. Ich Mag könnte es das, natürlich den hast du auch, ja auch. ja, ich kann es mir in so einem guten Style halt auch vorstellen, wie, keine Ahnung, Black Clover ist auch geil gezeichnet oder wie Ja, wir eben kenne ich. gesagt haben, My Hero oder so. Und könnte ich mir auch vielleicht vorstellen, aber ich, ohne Scheiß, JJK, ich finde die Story geil, ich finde die Charaktere geil, ohne Scheiß, ich habe keinen Lieblingscharakter, ich habe eine Top 10 Lieblingscharakter und die kann ich nicht mal einranken und ja, ich finde es einfach geil, auch Kampfsystem mal was anderes, da ist mehr mit Taktik und verschiedenen Techniken und es wird erklärt und auch was mit physikalischen Elementen zu tun, die paar Fähigkeiten und so, ist richtig krass und nicht nur haut drauf und ja, Schwerter und oh, einer ist tot oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ja, JJK wollte ich nochmal ansprechen. JJK wieder. Ja, wollte ich nochmal ansprechen. Also alles gut. Gut, dann war es das, glaube ich, oder? Soweit ja. Dann Ich hab nichts mehr. haben wir gefühlt 50 Minuten geredet. Stabil, so viel zu. Ja, Digga, bei meiner kleinen Sammlung werden wir nicht lang drüber reden. Ja, das war auch eigentlich der Plan. Ja, also wenn man es jetzt mal so sieht, es sind halt nicht so viele verschiedene Reihen, aber es sind halt viele Bände von jeder Reihe, ja. Also. Ja gut, das liegt ja auch daran, dass ich dann viel verkauft habe. Also ich meine, Magi ist ja, wie lange jetzt? 1,5 Monate, kurz davor war Attack on Titan, dann noch Haikyuu und das sind dann ja schon über 100. Ja, da hat man mal Das ist dann schön halt. reinvestiert. Ja, reinvestiert. Also gut, Attack on Titan habe ich mir so geholt. Ja. Aber habe ich natürlich auch dann direkt falsch rum hingestellt, wegen deiner unglaublichen Informationen. Oder weil die Buchrücken nicht so hübsch sind, aber. Ich habe es tatsächlich mit Buchrücken stehen. Aber Ja, wollte ich ich vielleicht weiß, auch mal ich habe ja umdrehen. ganz viele. Ich habe ja alle meine Schuber. Irgendwie sehe ich viele, die Schuber nicht umgedreht haben. Dann denke ich mir jedes Mal, ja, warum habt ihr überhaupt Schuber? Extras. Ja, Und damit Digga, man cool. die Dann besser kriegst du hinstellen ein. kann. Was haben wir? Was hat man gekriegt? Du hast einen Aufsteller gekriegt, der nur mit Tesafilm hält. Dann hat man. Man hat Postkarten bekommen, man hat Poster bekommen, man hat so Ja, Digga, ein Poster, was geknickt Annähdinger ist. bekommen, beziehungsweise auf Das ist Bügeldinger. mehr geknickt als die Stimmung von Lysop. Also, das ist. Das kannst du ja nie wieder ordentlich machen. Dann hol dir lieber ein Display. Ja, das sowieso. Oder so ein wunderschönes Bild von der Dokumi, von der Künstlerallee. Und dann kannst du es auch an die Ja, Wand sowas habe hängen. ich nicht. War nicht auf der Dokumi. Nächstes Jahr, Digga. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Da sehen wir Nächstes Jahr, uns. Digga. Safe. Ja gut, dann sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Einige Titel hätte ich auch gerne jetzt einfach direkt hier stehen. Und Doro zum Beispiel, ne? ja, das auf jeden Fall. Reinvestieren, sage ich dann nur. Reinvestieren. Alles verkaufen, Doro kaufen. Das ist wichtiger. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich überlasse dir die letzten Worte und ja, hau raus. Jetzt überlässt du mir die letzten Worte. Dann sage ich mal, ciao, like das Video und ab in die Kommentare mit euch, ne? Und sich bei Noah melden, weil der braucht mehr Leute, die sich die Manga-Sammlung vorstellen. Denk mal an Immer mich. dran denken, like das Video, ist gut für Algorithmus. Also das jetzt am Ende des Videos zu sagen, ist kacke, aber erst liken, dann Video schauen. Merkt euch das, Leute. Unterstützung ist richtig und Nicht wichtig. da zu Ende gucken, du brauchst noch Watchtime. Ja, erst liken, dann weiterschauen, habe ich gesagt. Okay, von mir aus. Ja gut, dann sage ich jetzt auch mal haut rein. War ein geiles Video. Danke, Philipp, dass du dabei warst. Hab mich mal wieder gefreut. Problem. Immer wieder gerne. Und ja, man sieht sich im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.